Gut, wieder hier rein und dann gehen wir mal nach dem Meteor suchen. Ich habe ja das Gefühl, dass das was Mächtiges ist. Darunter. Und ja, den Schrein des Schmerzes habe ich nie ganz aufgedeckt. Na doch, ich habe ihn schon mal ein paar Mal ganz aufgedeckt, bin dabei aber gestorben. Ich weiß irgendwie nicht, sind die Gegner hier respawnen die geskriptet oder respawnen die nach bestimmten Zeiten? Teilweise. Ist ja nicht so, dass ich was jetzt dagegen hätte, dass die respawnen. Gibt Erfahrung und so schlimm sind die Gegner gar nicht mehr. Außer natürlich, hier sind solche Ätzviecher hier unter Wasser. So, hier hoch. Und hier müsste der Meteorit eingeschlagen sein. Meteorit. Das scheint ein besonderer Gegenstand zu sein. Oh ja, wenn wir schon mal hier sind. Ich kann ja die Sache für die für den Friedhof raussortieren. Ja, die Tales of Xaphi. Die brauchen wir jetzt nämlich auch gerade nicht mehr. So. Wir haben die Meteoriten. Was auch immer das bringen mag. Wir können ihn nur in die Hand packen, aber das bringt eigentlich gar nichts. Bringt es was, wenn wir ihn auf einen der Altäre legen? Wenn wir schon immer hier sind. Nein. Ich habe das Gefühl, wir werden den für irgendein Rätsel noch brauchen können. So. Hier lang, hier lang. Nehmen wir den kurzen Weg. So, hier einfach durchs Wasser. Hier rum. Ach, und dann können wir auch gleich den unterirdischen Weg nehmen. So, so, so. Hier hoch. Falsch gegangen. Wir müssen nämlich hier über die Brücke. Ja, wie ich schon mal sagte, ich finde das mit dem Open World hier ziemlich gut gemacht. Auch wenn ich mich immer noch vor dem Bock gerade ein bisschen drücke. Aber jetzt habe ich ja keine andere Wahl mehr. Das Brückenrätsel unten schaffe ich irgendwie nicht. Und ja, ich kann das linke und rechte Auge mal wieder entfernen. Das brauche ich nämlich beides nicht mehr. So, das war damals ein Fehler, dass ich das nicht markiert habe, sonst hätte ich mir das sparen können. Ups. Komm her zu mir, blauer Kristall. Ich will speichern. LP079. Wir sollten mir eh allgemein öfter mal notieren, wo die verschiedenen Gesichter sind, die was Wichtiges zu sagen haben. Also wenn es nicht gerade nur um so kümmerliche Rätsel geht, wie das mit dem Stein hier. Oder wenn es wieder Philosophien über Killhagen sind. Hier respawnt aber nicht irgendwie, oder? Au. Au, jetzt macht ihr aber noch ganz schön Schaden. So. Was zu essen ist immer gut. Kannst du sogar gleich mal was vertragen von?
Oh, noch eine Kröte. Also wir hatten fliegende Gegner, die hoch und runter fliegen konnten. Wir hatten aber noch keine Gegner, die absichtlich runtergesprungen sind. Also wir haben schon mal den Schrein der Erde gefunden. Hey, Riesenkröte, wo bist du? Wenn du schon hier einen auf dicke Lippe machst, dann kannst du ja... Hallo. Da bist du. Wow. Ja, komm ruhig um die Ecke. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass sie uns nicht wieder in die Flanke springt. Au. Okay. Sie kann einen Dinger so komisch vorspringen. So. Lecker Krötenzunge. Schon wieder eine. Ja, jetzt mal die Krötenzunge. Wohl bekomm's. Wir könnten hier drüben weiter gucken oder da weiter. Wobei ich das Gefühl habe, dass es da irgendwie zum Fluss geht. Oh, da geht's tiefer runter. Da ist ein Machtkristall. Da ist eine Truhe. Und da ist das Wasser. Und da sind wieder Fliegeviecher. Ja. Wo geht's da durch? Da geht's zum Kristall. Was hast du uns zu sagen? Hm? Er und sie sind mehr darauf konzentriert, wer hineingeht, als wie wer hinausgeht. Okay. Das war das da drüben, hä? Wir können hier im Wasser, wir können da lang gucken. Da ist aber wieder eine Kröte. Okay. Oder wir gucken uns im Wasser um. Was ich eigentlich auch nicht so gerne machen möchte. Sumpfiges Zeug dort. Oder wir können uns da unten umgucken und da drüben irgendwo wieder rauskommen. Wobei ich eigentlich nicht ungern da runterspringen würde, wenn ich nicht weiß, wo es rausgeht. Okay. Ich denke mal, ich gehe das Stück zurück und gucke erstmal die eine andere Leiter da lang. Lebenspunkte sehen bei allen wieder einigermaßen okay aus. Du müsstest eigentlich auch Lebenspunkte langsam regenerieren. Ja, sehr langsam. Also hier runter. Und ja, ums Wasser werden wir irgendwann auch nicht rumkommen, aber ich will erstmal kurz... Oh. Zugang zu einer Höhle. Hör das denn? Ups. Der hört das denn? Oh. Alte Freunde. Die kenne ich aus... Kennt ihr... Naja. Je nachdem, ob ihr mein Grimlock 1 LP gesehen habt. Licht ist eine gute Idee. Dass du immer so schnell hungrig wirst, das gibt's doch nicht. Ja, Zunge. Wahrscheinlich durch deine Mana-Regeneration. Liegt da noch was? Eine Fackel. Okay, den Hörders, den hebe ich auf. Ich könnte hier noch durchgehen, hä? Da ist Wasser. Wow. Was hast du wieder gemobst? Du hast definitiv irgendwas gemobst.
Ups. So. Oh, mein Schild. Und was zu essen. Ups. Da ich noch nicht weiß, was unter Wasser auf uns lauert. Das war diesmal wieder Tarions Stab. Du bist eigentlich relativ harmlos. Wobei ich bei zwei von euch beiden nicht ganz so sicher bin. Wo ging der Schuss jetzt hin von Tarion? Na warte nur. Hier, Schluck Gift. Ja, vergiften kann man dich gut. So, dann kriegst du jetzt mal... So, volle Breitseite ab. Den hätten wir auch gern wieder. Erstmal ihren Schild. Okay, Essen geht... Das mit dem Essen ist echt so eine Sache. Mal haben wir fast nichts, dann haben wir wieder viel zu viel. Und ja, das ist hier einfach nur die andere Seite von dem hier. Hä? Ja. Da haben wir jetzt gerade nicht viel gewonnen. Okay, wir können jetzt wirklich nur da runterhüpfen und hoffen, dass wir irgendwo wieder rauskommen. Wobei es mir da, ehrlich gesagt, schon zu tief ist da drüben. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Hier ist Wasser. Okay. Geronimo. Underneath. Darunter. Liegt ein Dietrich. Ich habe irgendwie noch nie hier draußen nach Secrets gesucht. Dietrich ist immer gut. Lag da was? Ja, ein Heilpilz. Ist auch immer gut. Und hier ist der Weg nach oben. Markieren wir das. Underneath mal. Auch wenn ich es vielleicht gerade falsch geschrieben habe. Egal. Jetzt kommen die großen Fragen. Erstmal, wie komme ich da ran? Könnt vielleicht... Da hinten leuchtet auf jeden Fall wieder eine Heilpflanze. Und ich weiß, hier treiben sich noch irgendwo in solche Insektenviecher rum. Gut, da ich jetzt weiß, wie ich schneller hier durch den Bock komme und viel zu viele Mana-Pflanzen langsam habe. Komm her, Fisch. Wir haben zwar im Augenblick genug zu essen. Du bist wegen dem einen Fisch überladen. Dann kriegst du den mal. Gut, der hat noch nicht aufgeladen. Dum, dum, dum. Ich will mich mal jetzt mal unter Wasser in dieser Giftbrühe hier im Sumpf. Naja, es ist Sumpf, keine Giftbrühe, Sumpfwasser. Mal weiter umschauen. Ob es hier unten noch was Interessantes gibt. Außer die sicheren Erstickungstod oder Trinktod. So, hoch wieder. Ja, Kröte. Ja, komm her. Wo ist er jetzt? Da ist er. Das ging grazil daneben. Das hat getroffen. So. Mitten im Sprung.